Claude Monet hat in seinem Leben über 2000 Werke gemalt. Ob in Paris, London oder New York, überall hängen seine Werke in den berühmtesten Kunstmuseen der Welt. Das teuerste wurde von Sotheby's 2019 umgerechnet für 100 Millionen Euro versteigert. Heuhaufen ist auf Platz 11 der teuersten Gemälde der Welt. Claude Monet gilt als der Maler des Impressionismus und eine Vorstellung hat er eigentlich auch gar nicht nötig. Trotzdem. Now, ladies and gentlemen, we move on to lot number 8. It's showing behind me the Claude Monet, the Mur, 55 million, 58 million for 97 million. Monets Kunst fasziniert durch Wirkung. Er studiert sein Leben lang Licht und Farbe, malt am allerliebsten Blumen und das scheinbar ja, auf Leinwänden, die gefühlt größer sind als mein Zimmer. Also ernsthaft jetzt, die sind riesig. Für mich als Künstlerin ist Monets Malweise literally goals und das, was ich mal können will, wenn ich groß bin. Ich habe mich sogar schon ein paar Mal daran versucht, Werke von ihm eins zu eins zu kopieren und das lief auch ganz okay. Aber das reicht mir nicht. Es gibt unterschiedliche Wege, über Monet und seine Arbeitsweise zu lernen. Natürlich kann man in Museen die Originale bewundern oder aus Büchern durch Fotos und Dokumentationen über seine Kunst lernen. Oder aber man reist an die Orte, die Monet als Vorlage und Inspiration für seine Bilder gedient haben. Das hier ist Kunstfälschen mit Jette, Monet Edition. Wenn dir das Video gefällt, lass mir unbedingt eine positive Bewertung da und abonniere auch meinen Kanal. Es dauert wirklich nur eine Sekunde, es ist ein kleiner Klick und der unterstützt mich einfach riesig. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß bei dem Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Jette, riesiger Monet-Fan, wie man sieht. Also anstatt ein Bild eins zu eins abzumalen, möchte ich in diesem Video einen neuen Monet malen. Zumindest ist das mein Plan. Ob ich das schaffe, darüber könnt ihr euch am Ende des Videos selbst ein Urteil machen. Aber ich werde es zumindest versuchen. Das hier ist auch mein erster Versuch an einer ja, Art Kunstdoku, wenn man das so nennen kann. Deswegen ja, schickt es gerne euren Freunden, Familie oder wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich für Kunst interessiert. Ihr könnt auch die ganzen YouTube-Things machen, das Video liken, kommentieren, mich abonnieren und so weiter. Das unterstützt mich sehr und it means a lot. Danke übrigens auch an meinen Sponsor Skillshare für die Unterstützung bei meiner Kunstdoku. Mehr dazu erzähle ich gleich noch. Es geht für mich in diesem Video also nach Frankreich, genauer genommen nach Paris, der Geburtsort Monets. Und mit dabei auf meiner Reise ist übrigens auch meine Cousine, das ist Sina. Sie ist Kunsthistorikerin, großer Monet-Fan und hilft mir inhaltlich bei diesem Projekt. Und gemeinsam sind wir in Paris und Umgebung auf der Suche nach den Spuren Monets. Und für alle, die sich bisher eher weniger mit Monet und seiner Kunst beschäftigt haben oder einfach eine Auffrischung gebrauchen können, hier ein kleiner Crashkurs. Aufgewachsen ist Claude Monet in den 1840er Jahren in Le Havre. Er entdeckt seine Leidenschaft fürs Malen im Unterricht und malt dort, vermutlich aus Langeweile, Karikaturen. Jahre später zieht er dann nach Paris zurück, um dieser nachzugehen. Er versucht in der Kunstszene Fuß zu fassen und das ist gar nicht so einfach, denn seine Werke müssen beim Pariser Salon gut ankommen. Das ist damals eine sehr renommierte Ausstellung und sozusagen der Endgegner der Maler zu der Zeit. Und wenn man sich mal die Bilder aus eben dieser Zeit ansieht, dann fällt auch auf, dass die ja ziemlich wenig damit zu tun haben, was heute als seine berühmteste Kunst gilt. Und gerade weil es so schwer war, in diesem Salon Anerkennung zu finden und ausgestellt zu werden, hat sich dann eine Gruppe Maler zusammengeschlossen und eine eigene Ausstellung auf die Beine gestellt. Und dafür hat Monet die Impression gemalt. Und das hat alles verändert. Dieses Wort, oder dass man die Impressionisten Impressionisten genannt hat, war eigentlich eher Kritik an ihn und hat sich bezogen auf ein Gemälde von Monet, welches Impression heißt. Und eigentlich sagt auch dieses Wort Impression schon, worum es geht, denn es ist einfach ein kleiner Augenblick, der festgehalten wird. Man nutzt dafür viele flüchtige Pinselstriche, ganz viele feine Striche, mit denen dann ein kleiner Lichtreflex oder ja, ein kleiner Eindruck der Farben, wie sie in diesem Moment wirken, festgehalten wird. Long story short, die Impressionisten haben halt dieses Wort für sich geclaimed und später wurde dann auch die Malweise beliebter und Impressionismus zum Mainstream und dann wurde auch Monet irgendwann im Salon ausgestellt. Und um mir einen besseren Überblick über Monets Malweise und Entwicklung zu geben, geht es für mich zuerst ins Musée d'Orsay. Und dort will ich mir genau ansehen, wie die Anfänge seiner Kunst aussahen
und welche Werke dann gegen Ende seines Lebens entstanden sind. Wir sind jetzt vor dem Museum in Paris, wo, glaube ich, die allermeisten Monets hängen und das halt auch sehr, sehr viele impressionistische Werke. Nämlich sind wir bei dem Musée d'Orsay, auch mein personal favorite hier in Paris. Das ist eine alte Bahnhofshalle und jetzt ein Museum. Ich muss mal gucken, wie viel ich in drin filmen kann und darf, aber ich mache euch ganz viele Fotos und freue mich jetzt riesig, weil ja, da hängen echt tolle impressionistische Maler neben Monet und auch Manet oder Renoir. Also ja, es kann nur gut werden. Let's go! Im Museum schaue ich mir an, wie sich dann Monets Malweise im Laufe seines Lebens verändert hat. Und viele dieser Arbeiten sind auch einfach nur Studien, die Monet angefertigt hat, um das Licht und Farbe zu einem bestimmten Zeitpunkt festzuhalten. Mal zum Beispiel morgens, mittags, nachmittags oder abends. Und statt wie andere Künstler die Architektur zu malen, malt Monet die Luft, die Farbe und fängt so die Stimmung ein. Neben der Kirche in Rouen hat er zum Beispiel auch die Heuhaufen oder auch Heuschober werden die genannt gemalt. Das sind auch insgesamt über 23 Bilder, die er vom gleichen oder ähnlichen Motiv angefertigt hat. Und aus dem Grund gibt es auch immer so viele Ausführungen vom selben Motiv. Monet selbst sagt: La couleur est mon obsession quotidienne. La joie est mon tourment. Das heißt so viel wie: Die Farbe ist meine tägliche Obsession, meine Freude und meine Qual. Der Vergleich von Frühwerk und Spätwerk zeigt, die Formen werden aufgelöster, abstrakter. Der Eindruck, also die Impression, die schwindet schnell und daher muss er sich eben auch einfach beim Malen beeilen. Die Farben sind insgesamt heller, intensiver und sowas wie schwarz benutzen die Impressionisten eigentlich kaum. Un matin, l'un de nous manquant du noir, il servit de bleu. L'impressionnisme était né, sagt Auguste Renoir. Eines Tages, als einer von uns keine schwarze Farbe mehr hatte, verwendete er blau. Der Impressionismus war geboren. Das fällt mir auch im Musée d'Orsay auf, als ich vor Monets Kunst stehe. Und zu Beginn sehe ich, wie er sich stark an anderen Malern orientiert, malt teilweise sehr ähnliche Bilder. Er trifft sich auch sehr oft mit anderen Malern, um das gleiche Motiv zu malen. Hier zum Beispiel haben Monet und Renoir eine Szene am Wasser aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gemalt. Das Malen unter freiem Himmel, also en plein air, ist charakteristisch für die Impressionisten. Monet sucht sich zunehmend Orte in der Natur und er tendiert anders als seine Kollegen auch nicht mehr dazu, Porträts zu malen. Er versucht sich zwar daran, merkt aber ziemlich schnell, dass die Natur seine Muse ist und nicht der Mensch. Und ganz ehrlich, same here. Gesichter sind echt super schwer zu malen, also warum sollte man sich damit herumschlagen, wenn man merkt, das liegt einem gar nicht? Finde ich mal ganz nebenbei bemerkt, auch eine schöne Message an alle KünstlerInnen, die hier vielleicht zuschauen. Man muss einfach nur die Art von Malweise finden, die einem selbst am besten liegt. Und auch wenn man jetzt vielleicht nicht alle Techniken perfekt beherrscht, heißt es nicht, dass man weniger begabt ist. Weil stellt euch mal vor, Monet hätte jetzt sich nicht getraut, die Impression zu malen. Eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel auch neue Kunsttechniken für sich selbst entdecken kann, ist Skillshare. Und zwar ist Skillshare eine Online-Plattform, wo man diverse Kurse zu verschiedenen Themen findet, wo ihr etwas Neues lernen könnt oder auch einfach eure Fähigkeiten verbessern könnt. Und das Coole an Skillshare ist auch, dass es da keine Werbung gibt. Das heißt, ihr könnt euch voll und ganz auf den Kurs konzentrieren. Und weil ich gerade Gesichter malen erwähnt habe, es gibt zum Beispiel einen Kurs, der heißt Illustriere in Procreate dynamisches Charakterdesign. Und da kann man dann zum Beispiel lernen, ja, wie genau das funktioniert, wie man Gesichter malt, wie man die Proportionen richtig wählt zum Beispiel. Das ist auch ein Skillshare-Kurs auf Deutsch. Das wird als Angebot immer weiter ausgebaut. Ihr findet aber jeden Kurs auch mit deutschen Untertiteln. Also von Fotografie über Illustration bis hin zu Grafikdesign, da ist echt so viel dabei. Also da gibt es auf jeden Fall einen Kurs, der zu euren Interessen passt oder der auf dem aufbaut, was ihr zum Beispiel gerade lernt. Diese tausenden Kurse, die sind Teil von dem Jahresabo von Skillshare, damit könnt ihr auf alles zugreifen und ich habe einen Link in der Infobox und die ersten 1000 Leute, die sich darüber auf Skillshare anmelden, die bekommen einen kostenlosen Probemonat. In meinem Fall habe ich auch geschaut, was mir für dieses Video helfen könnte und ich habe einen Kurs zum impressionistisch malen mit Gouache-Farbe gefunden. Ich will ja in diesem Video ein Monet malen. Monet fällt, wie ich schon erwähnt hatte, unter Impressionismus und das ist halt eine super Möglichkeit von Leuten zu lernen, die sich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigt haben als ich. Das kann ich super für Recherchezwecke für dieses Video verwenden. Also falls ihr was Neues lernen wollt, dann ist ja Skillshare vielleicht das Richtige für euch.
Giverny im Jahr 1880. Claude Monet lebt hier auf einem Anwesen mit toller Natur und einem Garten, um dort zu malen. Und dort entstehen auch die weltberühmten Wasserlilienbilder, an denen ich mich auch für mein Kunstwerk orientieren möchte. Heute, über 130 Jahre später, ist der Ort auch mein nächstes Reiseziel. Ich starte am Gare Saint-Lazare, tatsächlich auch ein Ort, den Monet mal gemalt hat. Sieht heute so aus. Nicht ganz so pretty, aber gut. Von dort aus geht es eine Stunde mit dem Zug nach Vernon-Giverny, einer kleinen malerischen Stadt an der Grenze zur Normandie. Und vom Bahnhof dauert es dann nochmal knapp 15 Minuten mit dem Bus, bis man bei Haus und Garten angekommen ist. Wir sind angekommen. Hey, geilo. Der Garten von Monet befindet sich in Giverny, wo wir beide auch waren. Und dort hatte er in den 1880er Jahren sich ein Haus gemietet erstmal, um sich dort niederzulassen, um zu malen und um Natur zu malen und ein bisschen ruhiger sich aus der Stadt zurückzuziehen. Und ja, seine finanzielle Situation wurde dann auch besser, so dass er sich dieses Anwesen mit dem großen Garten auch leisten konnte. Daraufhin kaufte er sich sogar dieses Haus oder dieses Anwesen dort, 10 Jahre später, nachdem es finanziell noch besser aussah. Plötzlich steht man an einem Ort, der einem seltsam bekannt vorkommt. Inmitten einem Blumenfeld steht das Haus auf einem kleinen Hügel. Es ist rosa bemalt mit grünen Fensterläden und einer kleinen Veranda, die mich ins Innere führt. Jeder Raum scheint einem farblichen Thema treu zu bleiben. Die Küche strahlt in Gelb. Und dann kommt man in sein früheres Atelier und Arbeitszimmer. Dort hängen seine fertigen Bilder an der Wand und warten darauf, verkauft zu werden. Und obwohl es hier alles Kopien sind, denn die Originale hängen jetzt logischerweise auf der ganzen Welt verteilt in Museen, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie Monet damals hier gelebt und gearbeitet hat. Danach geht es dann in den Garten, denn ich will endlich den Ort sehen, der Monet so sehr als Inspirationsquelle und Vorlage gedient hat. Das große Glück ist, dass der Garten in Giverny heute noch so erhalten ist, sodass wir immer noch sozusagen auf Monets Spuren wandeln können und das immer noch so erleben können, auch seine einzelnen Ausschnitte wiederfinden, weil der Garten einfach auch gepflegt wird, sodass die Natur, die sich natürlich all die Jahre verändert, dort immer noch so zurückgehalten wird. Okay, wir sind im Garten angekommen. Es ist so schön hier. Ich suche jetzt ein paar Orte, die ich zeichnen kann. Ich habe mein Sketchbook dabei. Und hier sieht es halt so schön aus. Mal gucken, wo ich mich hinsetze zum Zeichnen. Ich suche jetzt einen Ort und dann gucken wir weiter. Beim Skizzieren fällt mir direkt auf, wie schnell sich ähnliche Formen und Kompositionen auf meinem Blatt bilden, die ich schon von den berühmten Wasserlilien kenne. Ich kann viel besser nachvollziehen, warum Monet die Perspektiven so gewählt hat. Ich sehe jetzt, wie die Bäume sich im Wasser spiegeln und Schatten ins Wasser werfen oder wo die Trauerweide steht, die er so oft im Vordergrund abgebildet hat. Ich habe jetzt insgesamt so 4 Motive, was Ideen sein könnten, gezeichnet. Und ich verstehe auf jeden Fall seine Kunst und wie er was gemalt hat, viel besser. Ich bin mal gespannt, wie das wird, es dann wirklich auch mit Farbe zu malen, weil das sind jetzt ja nur kurze Ideen, die ich habe. Aber es ist so schön, diesen Ort zu sehen und die Momente einzufangen und das zu zumindest versuchen, es auf eine ähnliche Art und Weise auf Papier zu bringen. Aber was an den Wasserlilienbildern macht sie eigentlich so special und weltberühmt?
Die Wasserlilienbilder sind Teil Monets Spätwerk, weil er sie eben dort gemalt hat, in Giverny in dem Garten, den er dann nach und nach angelegt hatte. Warum sie so berühmt sind, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber natürlich liebt jeder ihre Ästhetik und vielleicht auch dieses minimal zusammengefasste Motiv, welches einfach sich überall, also überall einfach begeistert. Die Farben sind so gut ausgewählt, dass man, jedenfalls wenn man in Giverny war, versteht man es endlich. Man kann das gefühlt direkt fühlen oder man kann Monet nachvollziehen, wenn man genau die Farben so wiederfindet. Und die Wasserlilienbilder sind eigentlich eher so Studien von verschiedenen Lichtverhältnissen, verschiedenen Tageszeiten, verschiedenen Jahreszeiten. Und das kann man eben besonders an diesen Bildern in der Bestform wiedererkennen. Selber vor Ort zu sein, war für mich als Kunsthistorikerin, die zwar keinen Schwerpunkt auf moderner Malerei hat, aber die einfach schon immer für Monets Bilder brennt, weil sie einfach auch liebt. Man sieht die Kunst ganz anders, wenn man am Ort selber war. Und es ist eigentlich das Schönste an der Kunstgeschichte, wenn man das Privileg hat, die Orte selber zu sehen, dann die Kunst zu sehen und zu vergleichen und vielleicht selber noch seine eigenen Emotionen damit zu verbinden. Deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen. Habt ihr die Chance, dann nutzt sie. Nach meinem Besuch in Giverny habe ich einen ganz neuen Blickwinkel auf Monets Bilder bekommen. Ich habe Skizzen entworfen und viele Fotos gemacht, an denen ich mich gleich beim Malen orientieren kann. Aber damit ich wirklich nach seinem Vorbild malen kann, muss ich auch seine Malweise noch besser studieren. Mein letzter Stopp in Paris ist daher das Musée de l'Orangerie. Dort sind die Bilder zu sehen, an denen Monet die letzten 30 Jahre seines Lebens gearbeitet hat. Das Coole echt an dem Museum hier ist, dass die Wasserlilien, diese Seerosen, so groß gemalt sind, dass man sehr viel Detail erkennen kann. Und das ist halt für mich jetzt richtig klasse, weil ich kann super nah ran und schauen, wie die Maltechnik ist, wie die Schichten aufgetragen sind. Und das gibt mir wiederum viel mehr Info darüber, wie genau ich später arbeiten muss. Deswegen bin ich jetzt sehr excited, wie man merkt. Die insgesamt 8 Bilder heißen eigentlich Le Nofer und sind in extra dafür angefertigten ovalen Wänden in 2 Räumen ausgestellt. Monet hat sich damals sogar an der Planung der Räume beteiligt und sie nach seinen Vorstellungen gestalten können. Und seit den 20er Jahren kann man die Wasserlilien hier bewundern. Das Gefühl, diese Räume zu betreten, ist für mich jedes Mal sehr besonders. Man kann sich beim Betrachten richtig gut in den Bildern verlieren, weil da so viel Tiefe drin ist. Und beim Betrachten fällt mir hier auch auf, dass die Wirkung besser wird, je weiter man sich wegbewegt. Und erst dann fügt sich alles zusammen. Und diese Fernwirkung ist für mich das Besondere an den Wasserlilien. Natürlich habe ich auch die Malweise sehr genau analysiert. Und dabei fällt mir die große Textur der Oberfläche auf. Der Farbauftrag ist sehr rau und die Farbe sieht ja fast schon so aus, als würde sie sich absetzen oder als wäre irgendwas darunter gemischt, damit das so grobkörnig wird. Und das trägt auch total zur Wirkung bei und das ist auch etwas, was ich jetzt nie gesehen hätte, wenn ich mir nur online Fotos angeschaut hätte. Ich verstehe jetzt Monets Kunst zumindest in Theorie sehr gut, verstehe, was er gemalt hat, warum er das so gemalt hat und will das Ganze jetzt selbst ausprobieren. Ich bin hier in meinem Studio und werde jetzt hier demnächst, in der nächsten Woche an meinen eigenen Wasserlilien arbeiten. Jetzt startet also der spaßige Teil dieses Videos, für mich zumindest, denn ich kann endlich loslegen und versuchen, das zu fälschen, in Anführungszeichen natürlich. So malst du ein Monet in 5 Tagen Schritt für Schritt erklärt. Schritt 1, Motiv. Such dir einen Ort, fertige schnelle Skizzen und Studien an und fotografiere den Moment, den du malen willst, um Licht und Schatten festzuhalten. Optional male das Ganze vor Ort, so wie Monet, direkt auf deine Leinwand. Schritt 2, Material.
Ich baue meine Leinwand selber zusammen. Ich habe mir meine Keilrahmen in 1,60 x 2,60 Meter ausgesucht. Ihr könnt die online bestellen oder im Kunstbedarf kaufen. Leinwände in dieser Größe gibt es sehr, sehr schwer zu kaufen. Daher muss man sich die selbst bespannen. Du setzt die einzelnen Stücke und Verbindungsteile zusammen, hämmerst das Ganze fest, bis alles bündig und rechtwinklig ist. Und dann spannst du den Stoff darauf. Ich bin hier auch kein Profi drin, so don't add me, aber ich starte meistens immer an den Seiten, tackere den Stoff fest und arbeite mich dann einmal rum, ziehe den Stoff dabei immer wieder fest. Monet hat da übrigens statt einem Tacker Nägel verwendet, also wenn ihr das ganz genau befolgen wollt, dann gönnt euch, aber nein. Einfach nein. Und dann hat man eine verdammt riesige Leinwand geschaffen, die auch für mich etwas angsteinflößend ist und ja, die mich in Frage stellen lassen hat, was ich hier eigentlich mache. Anyways, die Grundierung. Ich verwende hier ein transparentes Gesso, damit man, falls es später bei meinen Lücken gibt, die entstehen, dass der Leinwandstoff noch durchstrahlt, weil das bei Monets Bildern auch oft der Fall ist. Die Option wollte ich mir lassen. Spoiler, ich habe keine Lücken. Aber egal. Gesso benutze ich übrigens, weil ich gleich mit Ölfarben arbeite und damit einen Untergrund schaffen, der auch für die jeweiligen Farben geeignet ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt der Malerei und auch die unterstufe ich wieder in verschiedene Schritte, damit ihr mir folgen könnt, weil it's complicated. Meine Farbpalette besteht aus diversen Grün-, Blautönen, etwas Rot, Ocker und ganz viel Weiß. Ich orientiere mich übrigens beim Malen an diesem Foto hier aus Monets Garten, farblich an diesen Gemälden hier vom Musée de l'Orangerie und vom Farbauftrag an den Studien, die Monet angefertigt hat, weil die über einen kürzeren Zeitraum entstanden sind und nicht so wie die im L'Orangerie über irgendwie 30 Jahre und mit tausenden, dutzenden Schichten von Farbe. Ich suche mir hier einfach eine Ecke, an der ich starten will und habe mich für den dunkelsten Ton entschieden. Die Pinselbewegung habe ich mal halbmondartig und mal senkrecht gewählt, je nachdem wie die Struktur dessen, was ich male, ist, aussieht. Nach dem dunklen Ton habe ich mich immer heller gearbeitet und zunächst weitergemacht mit Grün. Hier habe ich dann auch etwas Ocker und allgemein viele Farbabstufungen eingebaut. Was mir beim Malen direkt auffällt, ist, wie schwer das ist, den richtigen Abstraktionsgrad zu finden, also basically welche Details ich male und welche nicht. Das ist nicht so einfach, weil man muss sich ja extrem reduzieren. Und ich finde mich da auf jeden Fall ja, besser rein, je länger ich male. Ich versuche gerade hier diese Stelle zu füllen und arbeite mich gleich hier so unten lang. An Tag 2 habe ich also nur am Grünton gearbeitet, habe mir die Platzierung der Wasserlilien schon mal gekennzeichnet und den ganzen untersten Teil mit Grün bemalt. An Tag 3 habe ich mit Blau und Violett gearbeitet und hier mit dem hellsten Ton gestartet, denn ich will die Wolken malen, die sich im Wasser spiegeln. Woran ich heute male, ist das Wasser, beziehungsweise gerade habe ich den Himmel schon mal angefangen, hier mit den hellen Flächen, die sich im Wasser spiegeln. Bis jetzt, glaube ich, so das Schwierigste hinzubekommen, dass es auch wirklich aussieht wie von Monets Hand. Ich schaue immer mal wieder auf mein Tablet hier unten, da habe ich ein Foto, damit ich den Eindruck auffassen kann und Bilder von Monet, an denen ich mich von der Malweise her orientiere. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich heute mit dem Wasser komme. Die Schwierigkeit hier ist, dass man, wenn man mit Ölfarbe arbeitet, die Farben sich recht schnell miteinander verblenden. Das versucht man am besten zu vermeiden und stattdessen setzt man die Farben eben nebeneinander, die sich dann später optisch zu einer Fläche verbinden. Daher habe ich das Bild zwischen den Tagen, an denen ich nicht daran gemalt habe, zum Beispiel über das Wochenende mal stehen lassen, damit die Farbe trocknen kann. Und wenn ihr das aber einfacher wollt, könnt ihr auch einfach Acrylfarbe nutzen. Die trocknen schnell, da habt ihr das Problem nicht mehr. Und das hier ist mein Monet nach Tag 3. Heute ist Tag 4. Ich werde mich heute größtenteils um die Textur kümmern. Ich habe ja erwähnt, dass Monet immer so eine raue Oberfläche auf den Leinwänden hat. Und die entsteht eben auch dadurch, dass er sehr, sehr viel Farbe schichtet, die teilweise auch wieder abkratzt. Und ja, das irgendwie versuche ich jetzt auch hier noch einzubinden. So ein paar Lücken habe ich ja auch noch. Ich will auch, dass die Farben so ein bisschen mehr ineinander fließen, dass sich zum Beispiel das Blau auch im Grün wiederfindet. Ich habe immer mal so ein paar, ja, violette Akzente und ich versuche jetzt, die Farbflächen besser miteinander zu verbinden.
und die Struktur hinzuzufügen. Das ist so mein Plan für heute. Auch wenn mir das Bild zu diesem Zeitpunkt wirklich gut gefällt, habe ich viele Stellen später übermalt, um diese grobe Struktur zu schaffen, die zur Wirkung von Monets Wasserlilien beiträgt. Ich verdünne Farbe nicht, sondern ich trage die dick auf mit einem recht ausgefransten Pinsel und so entsteht eben diese Struktur. Das ist mein Bild nach Tag 4. Am letzten Tag habe ich mich dann an die Wasserlilien getraut, für mich definitiv der schwerste Teil an dem Ganzen, denn ich muss vermeiden, dass sich die Farben zu sehr auf der Leinwand mischen. Und das ist echt nicht so einfach. Außerdem male ich noch die Ranken der Trauerweide in den Vordergrund meines Bildes. Ich kann total gut verstehen, warum Monet 30 Jahre lang an diesen Bildern gearbeitet hat. Die Perfektionistin in mir hat schon wieder Lust, das Bild nochmal auszubessern und einige Stellen neu zu übermalen. Aber für dieses Video muss ich jetzt zu einem Ende kommen, deswegen... Leute, ich bin fertig mit dem Bild, aber auch innerlich. Anyways, here you go. Hier ist mein Monet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben, ein Like, ein Abo da, wenn ihr das Video unterstützen wollt. Es war so viel Arbeit, aber ja, lohnt sich ja. Vielleicht habt ihr auch Lust, dass ich das nochmal mit einem weiteren Künstler mache. Let me know. Ich habe euch hier nochmal meine Versuche verlinkt, wie ich berühmte Kunst versuche 1:1 nachzumalen. Wie gesagt, gerne abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.